Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier, 25. Warum meine ich den rückwärts oder so ähnlich, ne? Jedenfalls, ich hab's rausgefunden. Rückwärts fahren. Automatik. Richtungswechsel auch Automatik. Ich hatte auch manuell gemacht und das. Keine Ahnung, wie es geht, aber hier ist Automatik und dann geht das. So. Musste gucken, ne? Ich hab irgendwas eingestellt gehabt. Ja, da können wir auch rückwärts fahren, ne? Das hätten wir auch nicht. Das geht, der rückwärts geht nicht. Ja, mal gucken, ne? Ja. Der macht dann noch weniger als der andere hier, also gut von der Größe her. Ist ja halt immer so, ne? Ja, wir werden mal dreschen, erstmal einen Raps und dann eher den, den. Ich hab's auch noch mal die ausgeschaltet. Also ich kann jetzt so machen, ne? Also von daher. Sonst ist das blöd. Ich werde einfach mal ernten, das ist ja nichts zu tun, wenn man es weiß, also ein Helfer und so. Ah, okay. Ich bin ein bisschen dran gewöhnen. Vor allem mit dem Sound. Was hat überhaupt? Ja, zum Anfang ist das ja wohl eine Größe, doch in Ordnung, ne? Da darfst du noch keinen Strom machen, ne? Ja, schon sehr trocken geworden, aber ist unten recht grün. Aber das kann man ja bei Terra Live bei Tune erkennen. Das mache ich zwar gerade erst, aber wie gesagt, das ist aber schon weit voraus. In weiser Voraussicht, dass es halt hier ein bisschen anfangs, ja, die Schwierigkeiten, aber man muss sich an einiges gewöhnen, ne? Ups. Lenkung geht aber trotzdem müssen. Zu leicht. Oder? Also, eigentlich schon, aber. Und so kann man nicht so viel sehen. Ne? Also, naja, doch. Vom Zaun her. Ja. Ich meine, das ist nicht schlecht, ne? Also ist das nicht. Also, ich habe Maximum gestellt, ne? 60 FPS locker. Sollte man von einfach gerade auch erwarten. Berechnung ist noch keine groß, ne? Also von daher. Ja. Also ist, ne? Ja, gibt ja diesen großen, den großen Drescher hier, den goldenen. Und den wir nicht holen. Wir haben ja eh den großen dabei. Normale Farm, ne? Das ist jetzt nicht notwendig. Würde ich ja meinen, das hat man nicht. Also zauntechnisch nicht schlecht. Wenn er reinzieht, richtig zu hören. Ne? Anders sagt ja, das ist wie original. Wenn er das sagt, wird schon stimmen. Ich mache doch die Außenansicht, das doch ein besser zu erkennen. Bin ja gespannt, wann die Jungs von Terra Live das dann entsprechend naja, hinbekommen, übertrieben, aber dass es dann läuft, ne? Und wann das Pressure und Farming kommt. Ich meine, gut, für die Standardkarte erstmal ist das nicht so dramatisch, aber für allgemein ist das nicht schlecht. Ich habe mich dran gewöhnt. Wir müssen noch einen Kalkschreiber so wie aussieht. Ja, werden wir machen. Kann man das hier zusammenlegen oder sind nur einfach so ein Weg? Das kann man zusammenlegen. Bin größere Felder gewöhnt, also dass man hier ja, mal gucken, da kann man noch Felder zukaufen, die zumindest in der Nähe sind. Ne? Wir machen zwei Vorgewände. Jetzt können wir so mindestens eine normale Folge aufnehmen.
Wir reden heute ist gestern, morgen ist Mittwoch. Dann müsste heute Donnerstag sein, die Folge. Nur ist er dran gewöhnt. Normalerweise Samstag, Freitag oder Sonntag und dann beginne ich am Montag und dann 7 Folgen. Dann kann ich genau sagen, wenn die Aufnahmen alle funktionieren, muss man dazu sagen. Das kann ja sein, dass es noch nicht funktioniert. Tonprobleme etc. Die erste Folge lange überlegt, na, zeigst du das jetzt nicht. Aber das ist ja mal so ein Vorführeffekt. Ne? Also, wenn ihr keine Probleme habt mit Gucken, die Seitenkontrolle mal kurz den Joystick bewegen. Was ist das? Sollte das Problem gelöst worden sein. Ich muss mal hinten ein paar Pflanzen mitnehmen, das ist ja hier viel Geld. Das, bei mir war das so. Hey, das ist ein Scheiß. Erst guckst du nach oben der Erde, hab das aktiv deaktiviert, wieder oben. Und kleine vor allen Dingen. Länger Sicht ist das leider so klein, also gut, am Anfang reicht das. Also Mehlkombination ist nicht dolle. Vielleicht kommt da noch einiges für Mods. Phasen schon da. Vielleicht kommt noch mal ein DLC, weiß man nicht. Aber das ist ein bisschen mager, ne? Vor 2 Jahren im Juni haben sie bei uns mal Takte auf eine Tür gemacht. Könnte ich jetzt sagen, das ist ein Testversuch gewesen? Weiß ich nicht. Also 1000 Leute haben sie, glaube ich, gehabt. 1000. Ich war nicht da. Arbeitskollege hat mir erzählt, dass es gleich voll war. Und ob das für die Farm kommt, mal ein Test war, ich weiß es nicht. Ich meine, so groß wie jetzt bei Fendtwurm ist es garantiert nicht. Ich meine, die Vorträge kann man sicherlich groß essen halten. Da haben wir ja Platz. Ja, auch Sitzmöglichkeiten. Ne? Die Bar ist ja geöffnet, das kann trotzdem so sein. Ne? Also, würde sich hier nicht freuen, dass sie mir verpachtet, die Gastronomie ist verpachtet. Also von daher. Bier, Zapfen und so, das geht alles. Was man nicht möchte, das soll, dass ich bei der Arbeit Bier trinken, weil ich trinke sowieso nicht. Also jetzt zum Feierabend, wenn da ein Bier trinkt, das ist kein Problem. Also zum Schluss, ne, bevor wir rausgehen. Das ist möglich. Also ich persönlich bin da jetzt eher nicht so kein Freund dafür. Aber muss jeder für sich entscheiden, für alle wachsen. Jetzt hatten wir einen Fall gehabt von Pablo Erik, der hat sich früh eingeloggt nach Hause. Hat 3 Tage gemacht. Am 3. Tag haben sie ihm aufgelauert. Gleich sofort entlassen. Wahnsinn. Ja, aber ich weiß nicht, wer das war, keine Ahnung, aber ich weiß. Ich meine, wir haben alle mal angefangen, also einige sind ja auch an Führerseite Trantyp, ne? Also, ja. Ja, gut. Natürlich hart für die Jungs oder Mädels, wenn sie in der Schule den ganzen Tag sitzen konnten, ne? Dann da müssen sie jetzt ein bisschen was tun. Ich meine, tun. Die erste Zeit sind sie eh in der Lehrwerkstatt. Grundkenntnisse. Mal üben, ne? Pfeilt und so, scheiße, ich denke mal. Mag ja eintönig sein, aber ist halt mal so, ne? Bitte Maschinen mal ein bisschen lernen, die haben auch so eine Lehrgeräte da zum Üben. Ist ja halt mal so, mal. Fangen wir alle mal fein an, ne? Ich überlege, ob wir gleich verkaufen werden. Viel Platz haben wir, müssen eh Geld haben. Wahnsinn, dritte Folge, weiter. Livestream überlege ich mir noch. Für den Samstag ab 15 Uhr. Mal wieder mal beginnen. Ich hoffe, dass es funktioniert. Eine Tragungsrate. Glasfaser ist ja jetzt mittlerweile schon am Haus.
verlegt worden, aber noch nicht angeschlossen. Also, die machen die ganze Ortschaft, also von daher, es kann ein bisschen dauern. Hier steigen und dann Flash geht nicht, ne? Ja. Naja. Sondern das kommt irgendwann mal. Das wird ganz schnell sein. Einiges wird schnell sein. Also keine großen Felder, von daher ist es tragisch. Also 16-fach, wenn das hier so läuft wie jetzt, na gut, man kann das nicht vergleichen. Eine Einfachkarte kann ich nicht vergleichen. Ist ja um die Rechenleistung, der auch das Problem. Müsste man genauer anschauen, ohne dass jetzt rausfliegen. Ne? Ja. Nee, aber wirklich, die Einfachkarte ist halt kein Vergleich. Ich hoffe ja, bei der Vierfach, dass wir das sehen. Ich meine, so ist die Grafik ja, wenn man Bäume anschaut. Und deutlich besser wie. Die kann man nicht weit schauen, das ist auch ein bisschen absehen, ne? Also, wenn man da nehme. Ist fein. Die geben die auch Milch automatisch. Sind die Kühe trocken. Mal raus hin. Ob das so funktioniert. Kühe können immer erst dann Milch geben, wenn sie Kälte bekommen haben. Das ist Natur, ist das so. Ich krieg Hunger. Ich werde mal schauen. Nach dem Essen. Bei Arbeiten hochladen, ne? Das ist ein ganzes Problem. Problem ist das nicht, aber. Normalerweise mache ich mir so was am Freitag nach der Arbeit. 14 Folgen ein Stück. Speicherkapazität recht kurz, klein. Also von der Menge her. Ob das passt von der Qualität her. Das hört so chronisch, ach so, ist so chronisch, ich würde sagen, wir haben so einen schönen Bogen reingezaubert, aber das ist halt so. Das sind so eine Flächen, die im Prinzip bei uns, die nehmen wir jetzt Bauern haben. Ein paar Kühe und nur dazu sagen, die Böden sind der Ecke, wo ich bin, recht fruchtbar. Also von daher, zwar klein, aber doch recht intensiv, also Ertrag möglich, sagen wir so, mit wenig Aufwand. Aber das müssen sie alle, wir haben sie alle nebenbei, ne? Ja, der Arbeitskollege hat aufgehört und dann wieder zu Hause. Ja. Sein Vater war wohl nicht mehr und dann musste sich entscheiden, Arbeit oder Landwirtschaft, ne? Schweine. Man muss schon leben können, das ist eine entscheidende Frage. Das ist der springende Punkt. Anfangs halbtags. Da hat er gemerkt, das geht nicht, das wird nichts. Man muss auch ein Mensch bleiben. Wie gesagt, man muss davon leben können. Wenn du davon nicht leben kannst, ist das natürlich blöd. Ist halt so. Die Sahne mache ich morgen. Halb fünf. Was mit der Uhrzeit haben wir auch nicht dabei. Ja, kurz vor halb fünf. Müssen wir mal gucken. Also hier mit Reis und so eher nicht. Wir müssen mal schauen, dass wir hier mit den Geräten, was wir haben, zurechtkommen. Und das muss hier irgendwo auch rentieren. Ne? Also wenn ich jetzt hier Mais mache, dann gut, Quatsch, hier Reis. Trockenreis geht ja noch mit dem Drescher. Ne? Aber da hast du hier eine andere Sämaschine sicherlich. Da musst du ein Gewächshaus haben.
muss sie hocharbeiten, irgendwie sagen, also nach Stück für Stück. Den Baum noch mitnehmen, in der kleinen Ecke. Gucken. Ein schwacher Kübel. So. So. Da müssen wir den Anhänger rausholen, ne? So ist die Steuerung geblieben wie bei 25er. Ja, gehört dir. Gott sei Dank geht da mit der Steuerung. Schon gedacht, na, das ist ja jetzt aber ein Schied. Ich dachte schon, Bug. Das hätte ja sein können, ne? Wie heißt das schön? Von Pferdekosten sehen oder so, ne? Ähnlich. Ja, aber ich habe ja bei anderen nie gesehen, dass so ist. Das kann nicht sein. Kann ein Bug sein. Enge drüben. Wir haben Gruppe, das reicht. Aber zum Feld erstellen und vom Flughafen. Vergrößern. Du kannst das andere Feld ja bald. Das haben wir. Ja, das geht alles. Wir haben unser Sackgut da. War nicht viel, aber immerhin, ne? Ups. Anhänger zurück, aber. Was ist das Ding? Aber. Da ist er. Kleiner war fein, aber was soll's. Können wir hier ein Boot bauen oder sowas? Mit Holz will ich hier nicht anfangen. Eigentlich. Weil eben rauchen da, das war eine Geschichte. Ja. Wo ist er da? Den Ballenpressen brauchen wir so oder so. Wir brauchen auch Stroh. Und das schon haben und mitnehmen, ne? Vollgas. Wird mal gucken. Oder ich Weizen weitermachen. Nehmen wir alles rein. Reifen weniger Luft, ne? So, ja, Ballen. Müssen wir schauen. Hupen, wir gucken. Anschalten, Komma. Brauchen Strom. Müssen wir erden, bevor wir um Regen kommen. Ne? Also Regen soll ja auch nicht kommen, das ist ja ganz, ganz schlecht. Sehr schlecht. Ansonsten müssten wir noch eine Presse kaufen, eine preiswerte für Stroh und für Silage. Wenn man wäre eh keine gute Quaderballenpresse, also eine Rundballenpresse muss man, also eine Firma. Zwei Dinge hat er keiner dabei. Wo muss das Ding hin? Oder kommt das echt so? Dann glaube ich eher nicht, dass die Maschinen, die schon da sind, später kommen. Vielleicht kommt als Mod. Wirklich. Einiges haben wir schon rausgebracht, aber die werden erstmal das Schwerpunkt haben, dass es reibungslos läuft. Ne? Da werden sie auch sicherlich ihre Mitarbeiter für haben, die das alles können. Ist ja nicht so, dass die haben wir, denke mal, reichlich. So, schade, das soll schon heute gewesen sein. Vielen Dank. Ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.